Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich und damit auch die FDP-Fraktion ausdrücklich dem Dank anschließen an den Sozialminister und Gesundheitsminister Heiner Gaag und seinem Team für den Bericht und aber auch für den Anlass, dass wir den Bericht hier heute hören konnten. Kinder, das sind die Zukunft einer jeden Gesellschaft und somit auch die Gesellschaft von Schleswig-Holstein. Und neben den Eltern, die natürlich eine große Verantwortung haben, hat aber auch die öffentliche Hand ein Stück weit eine Verantwortung, dass es unseren Kindern auf ihren Weg gut geht und sie bestmöglich begleitet werden. Und hierzu gehört natürlich auch eine umfassende medizinische Versorgung. Und die Chance eines Kindes, sich körperlich und seelisch gesund zu entwickeln, hängt zum einen von Zuwendung und Betreuung, aber eben auch von der Gesundheitsförderung und der Vorbeugung von Krankheiten ab. Im Kindes- und Jugendalter bilden sich wesentlich gesundheitsrelevante Verhaltensweisen heraus, die dann auch das Erwachsenenalter bestimmen. Und viele Gesundheitsstörungen in den ersten Lebensjahren werden zu Risikofaktoren für schwerwiegende Erkrankungen im späteren Leben. Deswegen muss die Gesundheit eines Kindes regelmäßig begutachtet werden. Und einen sehr wichtigen Beitrag hierzu leisten die verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen im Land, bei denen ein Arzt und eine Ärztin die altersgemäße Entwicklung eines Kindes überprüft und dokumentiert. Denn nur weil ein Kind optisch gesund erscheint, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich vollumfänglich gesund ist. Deswegen ist diese Aufgabe so wichtig. Und um das gewährleisten zu können, dass die gesundheitliche Versorgung Kinder und Jugendlicher in Schleswig-Holstein auch in Zukunft gesichert ist, brauchen wir eine hochwertige, bedarfsgerechte und vor allem auch gut erreichbare medizinische Versorgung. Es wurde ja erwähnt, dass es hier und da zwar genug Ärzte gibt, aber schon Problemlagen bezüglich der Terminvergabe, vor allem am Hamburger Rand, gegeben sind. Und das muss man natürlich im Auge haben. Es wurde ja auch erwähnt, dass das auch im Fokus und auch im Auge des Ministeriums und der Akteure ist. Und nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung, da werden ein Viertel aller praktizierenden Kinder- und Jugendärzte in den nächsten 5 Jahren in den Ruhestand gehen. Und in Schleswig-Holstein sind es ungefähr ein Fünftel, bei denen das sozusagen in den nächsten Jahren droht. Nachrückende Mediziner sieht man vor allem erstmal prinzipiell in den Großstädten, auf dem Land, aber auch in den Kleinstädten ist es natürlich leider etwas schwieriger, Nachfolger entsprechend zu finden. Und Minister Gaag hat die Begriffe Ärzteschwemme und Budgetierung erwähnt, die Anfang der 90er von der Bundesregierung angeführt wurden. Da sehen wir mal wieder, dass der Großvater aller Regierungsprobleme, namentlich Horst Seehofer, der ja auch mal Bundesgesundheitsminister gewesen ist, den einen oder anderen Flock eingeschlagen hat, den wir heute noch negativ mit von affektiert werden. Und in seiner heutigen, derzeitigen Funktion scheint es auch nicht besser zu sein. Naja. Ein weiterer Aspekt ist auch folgender, nämlich wenn auch Ärztefamilien, Ärztinnen und Ärzte selber planen, Kinder zu bekommen. Leider ist es in Deutschland statistisch noch so, dass es eine große Differenz bei den Geschlechtern gibt, was die Inanspruchnahme von Teilzeitmodellen betrifft. Frauen sind weiterhin die überwiegenden Nutzer von den Teilzeitmodellen, um Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können. Das ist an sich auch ein positiver Anlass, aber auch hier gibt es Druck auf die Versorgung. Warum? Weil wir immer mehr, was gut ist, immer mehr weibliche Ärztinnen haben. Und vor allem in den Kinder- und Jugendärztenbereich sind das mehr Frauen. Das bedeutet, wenn dort hier und da auch mehr in Teilzeit gegangen wird, dass wir zwar Kopfzahl mehr Ärzte haben, aber nicht Vollzeit zur Verfügung stehen. Das muss man halt auch mit berücksichtigen und auch mehr dafür werben, dass halt Teilzeit, gerade in Elternzeit, auch mehr von Männern in Anspruch genommen wird. Und bezüglich des zukünftigen Bedarfs noch ein Hinweis des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Dieser hat im letzten Jahr, auch darauf aufmerksam gemacht, dass chronische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen auf dem Vormarsch seien. Das heißt, chronische Erkrankungen, die behandelt werden müssen, werden immer mehr. Dazu gehören zum Beispiel Magen- und Darmerkrankungen, Asthma, Diabetes oder auch Migräne. Und um solche aufwendigen Erkrankungen, die auch aufwendig behandelt werden müssen, auch in Zukunft gewissenhaft behandeln zu können, werden wir vermutlich noch mehr Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin brauchen als heutzutage. Wir alle wollen eine hochwertige, bedarfsgerechte und gut erreichbare medizinische Versorgung in Schleswig-Holstein. Und ich freue mich, das wurde heute klar, dass KVSH, Ärztekammer, Landesregierung, aber auch die meisten Fraktionen hier in diesem Hause genau das im Fokus haben und freue mich auch, denn diesbezüglich wird sicherlich ja nochmal eine Debatte dazu in anderen Ebenen und auch hier nochmal geben, dass wir dort überwiegend am gleichen Strang ziehen. Vielen Dank.